Willkommen zu Part 2 von Mario Party 9. Wir sind hier auf einem Bowser Jr. Minispielfeld gelandet, beziehungsweise Kamek ist darauf gelandet. Und Mini Bowser hat einfach mal so beschlossen, ja, der nimmt uns mit in das Spielchen und jetzt bin ich gespannt, was hier auf mich zukommt. Du bist auf dem dritten Platz, Toad. Hast es nicht gleich mit den Minispielen, was? Doch, also in den Minispielen war ich bisher der einzige Sieger, nur das Glück liegt deutlich bei den Computergegnern. Vielleicht liegt dir ein richtiger Kampf mehr, Kamek und Toad, gegen mich. Aha. Okay, wenn wir gewinnen, bekommen wir beide 5 Sterne und wenn wir verlieren, verlieren wir beide 5 Sterne. Jetzt ist die Frage, was ist besser, weil Kamek geht ja schon ziemlich ab. Aber Wario ist ja auch von 0 auf 100. Robo-Rally hat sich Kamek ausgesucht. Das ist dann wohl das Minispiel. Ja, es sieht momentan nicht so rosig aus, einfach weil wir Pech haben. Also ist es... Ja, es ist auf jeden Fall das Beste, wenn wir hier gewinnen. Kriegt halt der Kamek auch noch was, aber auf Wario holen wir auf. Okay, steuere zusammen mit deinem Mitspieler ein zweibeiniges Vehikel und schnapp dir Bowser Jr. Halte die Wii-Fernbedienung senkrecht. Schwinge sie entsprechend den Vorgaben auf dem Bildschirm nach unten. Aha. Das klingt doch relativ leicht. Ich hoffe, es ist doch auch so. Also gut. Kamek und ich gegen Mini Bowser. Ziemlich unlogisch, weil eigentlich spielt ja Kamek für Bowser und Mini Bowser ja logischerweise auch. Start! Aber naja. Achso. Mhm. Ich habe gerade versucht, dauernd zu schütteln, aber dann stoßen wir uns an. Ja, beziehungsweise rutschen aus. Also darf man wirklich nur schütteln, wenn es angezeigt wird. Aber wir sind sehr schnell. Wir holen sehr schnell auf. Ja, komm. Den kriegen wir. Yeah! Nice, und das bedeutet, wir bekommen 5 Sterne. Supi. Ja, nächstes Mal seid ihr fällig, aber sowas von. Schnauze. Was ist... Nein! Bin ich jetzt dran? Das darf doch nicht wahr sein. Wir verlieren auf jeden Fall 5 Sterne. Fuck, Mann! Jetzt wäre es 17, 17, 22 gewesen. Da ist die Burg. Spielführer Toad. Bitte hilft dabei, Bowsers Schergen zu besiegen und die Ministerne zurückzuholen. Ja, wenn ihr euch erinnert, in dieser Burg ist einer der Endbosse und wir haben überhaupt keine andere Wahl. Wir müssen... würfeln und wir werden auch auf jeden Fall 5 Sterne verlieren. Naja, immerhin haben wir gerade in dem Minispiel gewonnen, sodass wir wieder bei 12 sind. Und jetzt kommt der erste Bosskampf. Ja, ihr habt es ja ganz schön weit geschafft, aber an dieser Burg ist Endstation Lucky, du machst sie fertig. Oh oh, der erste Bosskampf. Triff die Blöcke, wenn sie Kugelwillis zeigen. Je mehr Kugelwillis angezeigt werden, desto stärker fällt die Attacke auf Lakitu aus. Halte die Wii-Fernbedienung waagrecht. Drücke das Steuerkreuz, um dich zu bewegen, und 2, um zu springen. Okay. Wir müssen also darauf achten, wie viele Kugelwillis erscheinen. Da muss ich jetzt kurz die Sachlage überblicken und dann, glaube ich, habe ich es raus. Selbstverständlich auch den Stachis ausweichen. Weil die sehen nicht so nett aus. Ah, so läuft es hier. Wir haben gleich mal 3 Treffer landen können. Und nochmal, oder war das Wario? Ne, das waren wir. Sehr gut. Auf die Blöcke aufpassen. Warten, warten, warten. Jetzt sind es 3. Warten, warten, warten. Oh, das war ein Fail. Das war ein Fail. Diesmal haben wir einen Stachi. Aber ich glaube, wir liegen vorne. Ich kann nicht auf die Punktzahl schauen, weil ich mich jetzt gerade hier derbe konzentrieren muss. Aber doch, jetzt habe ich es kurz gesehen. Wir haben 12. Wir sind deutlich vorne. Schade, dass man keine Sterne dafür bekommt, wie viel Schaden man gemacht hat. Sonst würden wir einen Stern richtig aufholen. Ups, ich habe einen verloren, weil ich vom Stachi getroffen wurde. Nochmal 3 Schaden. Oh, er ist down. Oder? Ne, er wird aggro. Scheiße. Von wegen down, mit Aggro, nein! Okay, immerhin 1 Schaden gemacht. Oder nee, das war Kamek, fuck. Komm, 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 komm. 3. Und einer. Oh, 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 oh. Und nochmal 3. Bam! Jetzt wird's langsam voll hier. Und nochmal 3 Schaden. Super, also gewonnen haben wir auf alle Fälle, wenn wir auf die Punktzahl schauen. Jetzt ist er down. Und Kamek kriegt für den...
Finalschlag nochmal 3 extra Sterne, aber das interessiert mich überhaupt nicht. Wir haben 27 Punkte. Oder kriegt man beim Bossgegner dafür Sterne? Das wäre so endgeil. Dann würden wir jetzt so weit vorne liegen. Nein, es gibt feste Anzahl. Schade. Aber wir kriegen einen Bonus. Warum eigentlich? Spielführerbonus. Haha, danke. Ja, jetzt sieht die Sache doch wieder ganz anders aus. Die Burg ist down und ich glaube, wir sind sogar Erster jetzt. Ihr habt es geschafft. Gut gemacht, Toad. Ihr habt die Ministelle zurückgeholt. Sammelt auf dem Weg zum Bowser-Tor weiter, Ministerne. Aber sicher doch. So, wie ist der Stand? Wir sind tatsächlich immer noch nicht Erster. Kamek geht richtig ab. Alles eng hier. Nur Wario liegt wieder ein bisschen zurück, aber wie wir aus dem letzten Part wissen, kann sich das sehr schnell ändern. Die Brücke ist doch kaputt, oder? Wie kommt er jetzt darüber? Oh nein, die Brücke ist zerstört. Auf der anderen Seite dieser Brücke warten Mini-Sternfelder. Och nö. Darunter hingegen gibt es nur Unglückssternfelder. Also gut, würfelt und versucht 12 oder mehr zu erreichen, um den Sprung über die Brücke zu schaffen. Erste führt Kamek, danach Toad und dann Wario. Interessant. Eine 12 ist aber schon ein bisschen viel, oder? Komm, eine 6, das wäre jetzt genau richtig. Eine 6, eine 6. Ja, okay, Wario, komm, es liegt an dir. Du musst doch nur noch eine 3 würfeln. Komm schon, das schaffst du. Wario, du bist Spielführer, also bring uns mit dem 1 bis 10 Würfel an eine andere Seite. Ach so, er hat sogar den 1 bis 10 Würfel. Ja, das wirst du ja wohl hinkriegen, oder? Gut, eine 5. Super. 14. Somit besteht keine Gefahr, dass wir Sterne verlieren. Klar, Wario kriegt jetzt 3, weil er da Glück hat, aber das gönnen wir ihm mal. Puh, geschafft. Du kannst dich noch 5 Felder bewegen. Ah, kriegt er noch mehr, oder? Ja, scheiße. In dem Fall ist es dann doch schlecht, dass jetzt nicht ich dran war. Oder zumindest als nächstes, weil jetzt kommt ja Kamek. Und ja, ich hoffe mal nicht, dass der eine 1 oder eine 2 würfelt, weil sonst kriegt er da wieder Sterne. So viele Mini-Sternfelder landest du auf einmal, hältst du die entsprechende Anzahl Mini-Sterne. Komm, mindestens 3. Okay. Da war ein Bowser-Feld. Und jetzt ein Würfel. 1, 2, 3 Würfel. Okay, wenn man auf einem blauen Feld landet, bekommt man einen Spezialwürfel. Ups, was war das? Ja. Wenn du es geschickt anstellst, kannst du mit Hilfe eines Zurückfeldes in nur einem Zug viele Ministerne sammeln. Aha. Aber das glaube ich kaum, dass wir das schaffen. Brauche ich eine 6, oder? Wir haben eine 4 gewürfelt. Worauf lande ich? Immerhin habe ich die schon mal bekommen, die 5 da. Das ist ja schon mal gut. Und wir kriegen jetzt noch so ein Würfelding. Es ist dann wohl das Item. Also die Items fehlen mir ziemlich. 4, 5 und 6 Würfel. Der ist gut. Ich fand sowieso auch früher den Itemladen immer besser als die Kapseln oder die Bonbons. Die Bonbons haben erst recht gesackt. Hui, sieh sich einer diese Kanone an. Diese Kanone bringt dich doch bestimmt auf die Insel dort. Landet der jetzt da drauf, oder was? Nee, wir gehen da alle hin. Ist das jetzt gut? Ach, die Insel meinen die. Oh no, da sind ja richtig viele Sterne. Alter, die müssen wir bekommen. Soll ich die Regeln für das Spielführerereignis 9er Insel erklären? Ja, es ist aber nur für ihn. Scheiße. Ich will es trotzdem wissen, wenn wir mal drankommen. Jeder Spieler erhält einen Versuch, die 10 Ministerne am Ende des Weges zu erreichen. Das heißt, wir haben doch noch eine Chance. Super. Die Ministerne werden von demjenigen eingesammelt, der sie als Erster erreicht. Der Spielführer bestimmt die Zugreihenfolge. Natürlich wollen alle erst gegen Ende des Weges an die Reihe kommen. Klar, weil da ist der große Jackpot, wie man sieht. Spielführer Wario, wähle einen Spieler aus. Nicht mich! Arschloch, du blödes Mann! Alles ist gegen mich. Okay, wir haben eine 6. Immerhin haben wir 3 bekommen. Das ist ja schon mal was. Aber ich fürchte, dass einer der anderen beiden den Rest kriegt. Jetzt wählt er noch einen aus. Mich kann er schon mal nicht mehr auswählen. Jetzt nimmt er sich selbst. Wieso nimmt er sich selbst? Ich würde doch erstmal den Kamek ziehen lassen. Dann hat er doch die höchste Chance, diese Massensterne da zu erreichen. Ach komm, gib's es zu. Wario und du, ihr seid doch unter einer Decke.
Ja, Kamek schafft es jetzt natürlich. Oder? Hat er sich. Ich habe mit der 3 das nicht. Nein, er ist nicht da! Yes! Somit haben wir alle Gewinn gemacht, außer Kamek. Das ist gut, denn der war auf Platz 1. Und jetzt bin ich Erster mit 35 Ministernen. Aber es wird immer enger und enger. Okay, jetzt kann man auch das Item nutzen, das man von diesem blauen Feld bekommen hat. Früher gab es auf dem Feld ja 3 Münzen. Die gibt es ja jetzt nicht mehr. Und wieder ein Bowser Junior Minispiel. Kamek wählt jemanden aus. Natürlich mal wieder mich. Klar. Es geht um entweder 5 Sterne oder 5 Minussterne. Im Minispiel suchen und fangen. Arbeite mit deinem Mitspieler zusammen, um Bowser Junior im Labyrinth zu fangen. Ja, einfach nur mit Steuerkreuz. Gut, das scheint mir mehr oder weniger ein Glücksspiel zu sein, oder? Aber wenn er alleine ist und wir zu zweit, haben wir doch schon mal eine viel höhere Chance. Okay, Kamek geht geradeaus. Ich versuche hier rechts ihm irgendwie den Weg abzuschneiden, aber ich glaube, der ist nach links gegangen. Von daher gehe ich jetzt nochmal nach unten und dann von hier nach links. Vielleicht treffe ich die Sau. Okay, beim Kamek ist er. Jetzt ist er auch gleich bei mir. Wir können ihm den Weg abschneiden. Ja, er hat mich gesehen. Scheiße. Scheiße, das geht auf Zeit. Also wenn wir ihn jetzt nicht gleich haben, dann war's das. Übrigens bemerke ich auch jetzt erst die Minikarte. Oh oh, ich glaube, das sieht schlecht aus. Das sieht sehr schlecht aus. Mini Bowser hat leider gewonnen. Fuck. Das heißt, wir verlieren beide 5 Sterne. Und naja. Jetzt ist die Sache richtig eng. Weil ich und Kamek, wir waren vorne. Und Wario war letzter. Und jetzt gleicht sich das alles mehr und mehr aus. Shit. Wario steigt sogar auf Platz 2. Wenn du auf einem Kampfspielfeld landest, erscheint entweder ein Hammerbruder oder ein Feuerbruder. Ja und? Was ist besser? Ja, soll ich normal würfeln oder soll ich den Würfel dann nehmen, mit dem ich nur 4, 5 und 6 würfeln kann? Also relativ hoch. Oh. Ich sehe gerade, da vorne sind Z-Stars. Und zwar bei beiden Wegen. Rechts und links. Links sogar noch krasser. Wisst ihr, was wir machen? Wir sind richtig asozial jetzt. Wir nehmen diesen Würfel und gehen dann, wenn wir hochgewürfelt haben sollten. Ja, stimmt. Wir können sogar auf jeden Fall nach links gehen. Ja, perfekt. Den nehmen wir auf alle Fälle. Wir können ja nicht schlechter als 4 würfeln. Okay, haben sogar die 4. Oh, was jetzt? Das Abenteuer ist fast vorbei. Dann sehen wir uns doch mal das Zwischenergebnis an. Ja, ziemlich eng, ne? Aber momentan ist alles gut. Ich gebe dir einen langsamen Würfel, da du auf dem letzten Platz bist, Kamek. Scheiße. Was ist jetzt los? Spielführer Toad, ich habe auch Geschenke. Na, was ist? Möchtest du richtig viele Geschenke von mir? Nein, danke. Was? Na gut, dann gibt's eben nur ein paar. Hier. Arschloch. Oh oh, kurz vorm Bowser Tor sind nochmal richtig viele Bowser Felder. Ja, Mist. Ich hoffe, wir landen auf keinem. Oh, wie schrecklich, 3 Felder haben sich in Bowser Felder verwandelt. Du kannst dich noch 3 Felder nach vorn bewegen. Sehr gut. So, meine Intention war es ja eigentlich, hier richtig viel zu würfeln, maximal eine 6. Dann wäre ich auf das 1 vs. 2 Feld gelandet. Hat nicht ganz geklappt, aber einer unserer Mitspieler wird zu einer hohen Wahrscheinlichkeit ganz viele Sterne verlieren. Oh, und wir haben einen 1 bis 10 Würfel. Ja, super. So, Wario oder Kamek. Kamek wäre mir natürlich lieber, auch wenn Wario auf Platz 2 ist. Es trifft allerdings Wario und ich glaube, das sind 10, oder? Oh, das tut richtig weh. Er verliert ganze 10 Sterne und ich würde fast sagen, das war's für ihn, oder? Kann er sich nochmal retten? Ah, und das wird noch schlimmer. Kamek kriegt Sterne. Es sei denn, er verkackt es. 1 oder 2? 1 wäre mir lieber, weil ich nicht unbedingt Bock auf Bowser habe. Leider würfelt er eine 3, bekommt die Sterne und dann trotzdem auf Bowser. Und mit dieser Punktzahl ist er schon wieder Erster. Das ist doch richtig fies, oder? Aber danach sind wir dran und mit diesem 10er Würfel haben wir eine sehr gute Chance, nochmal Sterne abzuräumen. Oh, jetzt schlägt's 13, Zeit für Bowser. Oh, oh, fuck.
Los, Spielführer Kamek, dich trifft Bowsers Willkür. Vielleicht hast du ja Glück. Ach, nur ihn? Ja, super. Komm, bestraf ihn bitte. Nimm mir die Sterne weg oder so. Die Hälfte deiner Minispielsterne weg. Das wäre geil gewesen. Aber er verliert immerhin 10. Was auch gut ist. Ach, oh, er gibt sie sogar Wario. Okay, der Gute hat gerade 10 verloren und bekommt jetzt 10 von Kamek. Also an seiner Stelle würde ich abfeiern. Oh, das bringt Leben in die Bude. Ja, das würde ich aber auch unterstreichen. Also die ganzen Ereignisse, die hier gerade so passieren, das gab es in keiner anderen Mario Party. Hier passiert viel. Beste an ihr traurigen Gestalten. Gefällt mir aber sehr gut. Man kann sich einfach nie wirklich sicher sein. Nie jemanden hundertprozentig abschreiben. Das kann alles passieren. So, jetzt sind wir dran. Da vorne sind, wie gesagt, nochmal richtig viele Sterne. Also dann, los geht's. Das ist ein Bosskampffeld. Hier erwartet euch der letzte Kampf in dieser Welt. Um Bowsers Schergen besiegen zu können, müsst ihr alle zusammenarbeiten. Richtig. Wir nehmen selbstverständlich den Würfel hier, weil wir sehr gute Chancen auf viele Sternchen haben. Also bitte, bitte, Würfel gut. Es ist nämlich alles knapp. Wir brauchen viel. Nein, wir schaffen es nicht. Das ist unfassbar. Wir schaffen es nicht, eine blöde 4 zu würfeln. Das wäre es fast schon gewesen. Dann wären wir deutlich vorne gewesen. Aber wir können auch jetzt noch Minispielsterne gewinnen. Denn das hier ist jetzt ein Kampffeld. Alle haben 3 Sterne eingezahlt. Und der Gewinner bekommt 6. Der zweitplatzierte 3 und der letzte nichts. Also wir dürfen auf keinen Fall letzter sein. Wirf deinen Belag auf die sich drehende Pizza. Wer zuerst jedes Stück der Pizza belegt hat, gewinnt. Oh je. Halte die Wii-Verbindung senkrecht, bewege sie ruckartig, um deinen Belag auf die Pizza zu werfen. Mhm. Komm schon, wir müssen Erster werden. Das wäre so wichtig. Vor allem Sterne von den Gegnern, das ist immer sehr wichtig. Also auf jedes Feld. Wir haben Salamis, das können wir uns ja schon mal merken. Okay, und jetzt da in die Mitte? Ja, super, perfekt. Oh, das war Fail. Wir haben hier alles abgeräumt, bis bei dem Brokkoli und schon wieder gefailt. Aber jetzt... Okay, jetzt sieht's gut aus. Jetzt müssen wir das hier treffen. Sehr schön. Und... Noch einer. Ja, genau. Nee, fail, 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 fail. Und jetzt! Ja! Puh. Der mit diesem... Mit den Keksen oder was das da ist. Oder Kartoffeln. Der war auch ziemlich gut. Das war Wario. Okay. Er kriegt 3. Wir kriegen 6. Und Kamek ist leer ausgegangen. Das ist perfekt. Denn der arbeitet ja für Bowser. Sehr schön. Yeah. Damit bessert sich wieder unser Stand auf. So, jetzt wäre es mir ganz lieb, wenn Kamek dran wäre, damit der die ganzen Sterne bekommt. Leider ist es aber nicht so. Es sei denn, der würfelt jetzt eine 1. Er würfelt eine 2, kriegt die Sterne und landet auf Bowser. Also ist eigentlich alles perfekt. Er wird sie wahrscheinlich wieder verlieren. Oh Mann, hat der viele. Der ist sogar jetzt Erster. Das darf nicht wahr sein, Mann. Wir müssen hier gewinnen. Bowser, tu was. Ja, er tut auch was. Oh, ich krieg 13 für Bowser. Los, Spielführer Wario, dich trifft Bowser's Willkür. Vielleicht hast du ja Glück. Hälfte weg, die Hälfte weg, die Hälfte weg. Komm, 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 die Hälfte. Nein, nicht das. Nein! Ja. Wie gesagt, es ist nicht so schlecht. Also, er verliert 5 und gibt sie an Kamek ab. Aber die Chance war da, noch mehr zu verlieren. Oh, der Part ist schon verdammt lange. Okay, wenn die beiden sich ausgleichen, dann ist es sowieso gut für mich, solange ich vorne bleibe. Haut ab. Ja, und dann ist jetzt wohl Bosskampf-Time, oder was? Wenn der jetzt eine 1 würfelt, gell? Das wäre richtig scheiße gewesen. Er hätte die Sterne nämlich nochmal bekommen können. Ja, jetzt ist es Zeit für den Bosskampf, aber wie gesagt, der Part ist schon sehr, sehr lange. Ihr müsst euch bis zum nächsten Mal gedulden. Ich hoffe jedenfalls, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ja, dann hilft mir und dem Spiel mit einem Daumen hoch. Wir sehen uns bestimmt sehr bald wieder.